Oh, du guckst ja ganz traurig. Wieso guckst du da so traurig? Guck dich traurig. Oh, doch herrschen, meine Leine muss aber hier rüber. Bella ist ganz glücklich. Komm her. So. Komm her. So. Oh, ja. Ja, jetzt stört die Leine nicht mehr. Gell, was? Lässt dich nicht gerne fotografieren. Doch. Ist doch vom Fernsehen. Ach so. Ja. Wir machen doch das neue Gotha Fernsehen. Ja, okay. No. Bella ist nämlich gar nicht vom Gotha. Nee, nur komm mal her, ja. Aber nicht anspringen. Nicht Nein, die ist ganz lieb. Komm mal her, Mäuschen. Nur komm mal her. Ach, bist du eine Süße. Ja. Sag, Herrchen, mach mal ein Bild mit der Tante, mit mir. Mach ich. Na komm. Na guck mal davor. Ja, ist ja gut. Wir suchen nämlich Leute aus Gotha, die uns Geschichten erzählen über Gotha. Ach, über Gotha weiß ich nicht viel. Nee? Ich bin zwar gebürtiger Gotha, okay, ja. Meine kleine Süße, aber naja. Mein Leben war früher mal total verfuscht. Ich habe mich jetzt erst in letzter Zeit, die letzten Jahre, erst wieder hochgearbeitet. Ah ja. Darf ich du sagen? Na? Was machst denn du so? Ach, im Moment bin ich krankgeschrieben und ansonsten bin ich noch tätig, also wie ich jetzt gebraucht wäre, eingesetzt wäre in MGH vorne. Was heißt ein MGH? Mehrgenerationenhaus. Da arbeite ich noch. Gut, da war ich auch schon mal drin. Und da gibt es auch so eine Frau Meerbach, die ist unsere Chefin, ne? Ja, das ist meine Chefin. Genau, da saß mal einen schönen Gruß vom Herrn Sommerland, den kennt ihr schon. Wenn sie da ist. Und ich bin damals hingegangen, ich bin Bauingenieur mal gewesen früher. Und da habe ich gesagt, was kann ich ein bisschen Gutes für euch tun? Ne? Und hat die gesagt, so, können Sie nicht Vogelhäuschen bauen? Das fand ich ein bisschen komisch, ne? Also die Frage fand ich komisch. Im Moment, ich habe da 1,20 Euro Shop gemacht. Ja. Bin dann durch die Frau Meerbach in Bundesfreiwilligendienst reingekommen. Ja. Und die Frau Meerbach hat mich auch wieder geholt und hat mich gefragt, ob ich einspringen will. Ja. Es sind zwar jetzt immer nur 2 Stunden oder wenn Feiern sind, die ich gebraucht werde. Aber im Moment bin ich leider krankgeschrieben. Aber der Verein steht ja auch auf der Kippe irgendwie, ne? Finanziell. Er stand. Ist das geregelt? Keine Ahnung. Also da, ich habe das nur gelesen in der Zeitung, dass die Probleme haben mit der Finanzierung. Ne? Ja, das, als Mitarbeiter kriegen wir das nicht groß mit. Ja. Wie viele Mitarbeiter seid ihr dort so ungefähr? Ja, ich kann es Ihnen sagen, weil aus dem einfachen Grund, ich bin da eigentlich nur vorne, wenn ich die Treppenhäuser mache mittwochs und ansonsten nur zu feiern. Ja. Ich mache ja vorne jetzt ehrenamtlich. Ja. Und vorher habe ich Bundesfreiwilligendienst gemacht, da waren wir unser Trüppchen. Ja. Also ich habe da mein Trüppchen, mit denen ich gerne arbeiten tue, ja, und die ich nicht so leiden kann, muss ich ehrlich sagen. Das geht mir aus dem Weg, ne? Ah. Ist okay. Okay, ja. Du bist eine Süße. Jetzt erzähle ich mal was zur Bella, ja? Die Bella kommt aus Flo. Oh. Und ihr Frauchen ist die Chefin von dem Laden am Arnoldiplatz, der heißt ja meine Preisbombe, ne? Kennst du vielleicht. Die Preisbombe, ja. Genau. Und die Evelyn Schneider, das ist auch das Frauchen von diesem... Mit diesem Hund. Ne? Und jetzt habe ich gesagt, pass mal auf, ihr zwei, wir machen mal was gemeinsam. Ne? Also ich mache Werbung. So was fehlt mir daheim. Und jetzt suchen wir einfach ein paar Gotha, die auch Spaß dran haben, für Gotha Werbung zu machen. Also nicht nur mit dem Hund, sondern auch einfach ihr Gesicht zeigen, bis wir was über Gotha erzählen.
ein paar Geschichten erzählen können, sodass wir, sag mal, Gotha zeigen, wie wir sind eigentlich. Ich bin ja auch Gotha, ne? Ich war nicht immer in Gotha, bin immer zwischendurch auch weg gewesen, ne? Ja, ich bin zwischendurch auch in Karlsruhe gewesen, ja. Und Erfurt in der WG. Und dass wir vielleicht jetzt Geschichten erzählen, warum wir Gotha zurückgekommen sind. Ne? Muss ja irgendeinen Grund haben. Ne? Dadurch, dass ich immer Scheiße gebaut habe durch den Alkohol, was jetzt seit 30 Jahren nicht mehr ist. Ja, ist doch gut. So eine Erfolgsgeschichte eigentlich, oder? Ja, muss aber nicht jeder wissen. Was hast du vorher beruflich gemacht? Also vor dem. Ich habe vorher 10 Jahre in der Gotha Blast gearbeitet. Erst an der Maschine. Also der Pflasterfabrik, Gotha Blast, ja? Früher hieß es ja anders. Wirtz, gell? Hans Wirtz? Nee, früher war es nicht Gotha Blast, sondern früher hat es einen anderen Namen gehabt. Da habe ich 10 Jahre gearbeitet. Ja. Aus den Schichten, dann in Normalschicht und dann war ich schwanger. Ah ja. Ja, und dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt und durch meinen Ex-Mann fing die ganze... Wir können ja ein Stück weiterlaufen, weißt du? Und durch meinen Ex-Mann fing die ganze Kacke an. Ah ja, sind wir die Männer dran schuld, ne? Nee, der war Alkoholiker und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt bist du aber total trocken. Ja. Okay. Das schon ist... seit 30 Jahren. Ja. Ich komme nicht mehr rein. Das ist gut. Und ich habe mich dann halt Stück für Stück wieder hochgearbeitet. Ja, ja. Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Und wie hast du das geschafft? Hast du alleine geschafft oder hast du irgendwie... Alleine. Alleine. Also ich glaube, von heute auf morgen habe ich mir gesagt, es geht nicht so weiter. Ja. Also bist willensstark, ne? Hab's geschafft. Ja, willensstark. Bin ich froh, aber die Träumerei ist geblieben. Ja. Gut. Dadurch habe ich ja auch eine Verbindung mit meiner Mutter gehabt. Hier in Gotha, ja? Hier in Gotha. Ja, meine Mutter ist jetzt in Gotha. Ja. Dadurch habe ich jetzt wieder Verbindung zu meiner Mutter, zu meinen Geschwistern, zu meiner Schwester. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich wäre 60, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ich bin 57, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ne? Ich wäre 60. 60, das ist doch ein gutes Alter, oder? Im Moment bin ich noch 59, ja. Also 95. Ja, also. Ja, ich habe es geschafft mit meiner Zweiraumwohnung, habe erst eine Einraumwohnung gehabt. Ja. Ich habe es geschafft. Wohnst du in Gotha West oder wo wohnst du? Ja, in Gotha West. Und habe mit den anderen hier, die mich dann nur begleitet haben, so wenn ich besoffen war hier und tschüss, keine Verbindung mehr, habe eine sehr gute Freundin. Ja, ist wichtig. Die mir immer hilft. Ja. Die hat mir jetzt auch geholfen, wo ich im Krankenhaus gelegen habe. Ja. Ich habe nach meinen Piepmetzern geguckt, nach meiner Wohnung. Ja. Ich bin zufrieden. Das ist schön. Gell, du kleine Süße. So. Ja. Meinst du, dass man in Gotha eine Chance hat, wenn man in ein Loch reingefallen ist, wieder rauszukommen? Ja, ich habe es gehabt. Ja, du hast es gehabt. Aber, du bist aber auch alleine. Du bist ja der Typ dazu, ne? Ja, dazu muss ich sagen, es gibt zu viele, die zu labil sind. Ja. Die lassen sich fallen. Wir haben zwei Beine, wir haben eine Familie unten bei uns im Haus. Name spielt jetzt keine Rolle. Ja, ist okay. Bei denen sind zwei schulpflichtige Kinder, unter anderem Alkohol und Drogen. Ja. Und da hört man schon genug. Ja. Die haben sich gestern erst wieder am Arsch gehabt und so weiter und so fort. Nee, könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Hättest du eine Idee, wie man denen helfen kann, aus dem Loch auszukommen? Nee. Nicht. Manche wollen sich auch nicht helfen lassen, ne? Na, mit denen lege ich mich nicht an, mit denen. Ja. Weil es hat keinen Wert. Ja. Also mit der Familie lege ich mich auf keinen Fall an. Das will ich auch gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie tief sie schon drin hängen. Ja. Die hatte damals einen Pole als Freund, die ist geschlagen worden. Ja. Und dadurch ist sie wahrscheinlich in das Ding gekommen. Ja. Und nee, darüber will ich auch gar nicht. Nee. Nee, ist okay. Nee, manchen kann man auch nicht helfen. Ne? Das muss nicht sein. Ja. Ich bin zwar diejenige, die ehrenamtlich noch mit im Behindertenverband ist, aber bei sowas mische ich mich dann nicht rein. Ja. Bevor es da noch Ärger gibt, nee, da halte ich mich. Okay.
So, und ich muss jetzt weiter. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns bestimmt bald mal wieder. Ne? Ja, mach's gut. Okay. Jo, tschüssi. Tschüssi, Hundi. Ja, tschüss. Ich wünsche dir noch was, Hundi. Ja, ist ja süß. Hundi heißt Bella. Bella, Bella. Bella, du fehlst mir im Hals. Du wirst mal sehen, wenn da unten Krach ist, schicke ich dich runter. Mach dich ein bisschen hier. Nein. Alles klar. Alles. Tschüss. Ja. So, Bella. Bella, komm. Sitz. Sitz. Okay. 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 So.